gut. Also ich mache es auf Hochdeutsch und ich beginne gleich mit dem ersten Problem. Bevor ich mich vorstelle, haben wir schon eigentlich das erste Problem bezüglich Honesty. Dieser Event wird gefilmt und die Frage nach dem Copyright steht sofort im Raum, weil ich zeige euch Bildmaterial, ich kann nicht über Fotografie reden, ohne etwas zu zeigen. Und jetzt kommt die Frage des Bildrechts ins Spiel. Ich habe die Bilder, die ich zeige, habe ich wohl die Fotografen kontaktiert und angefragt, ob ich sie zeigen darf. Aber der Kontext Fake News ist natürlich nicht ein erfreulicher, ist negativ. Das heißt, die Fotografen haben mir nicht zurückgeschrieben, ob ich das Bildmaterial verwenden darf. Aber wenn ich nicht nachfrage, ist es Bilddiebstahl, dann ist es unehrlich und somit sind wir eigentlich schon im Thema mittendrin. Es ist nicht alles umsonst, was im Netz abrufbar ist und das ist das Problem. Heute denkt man, alles was da ist, gehört allen und das ist nicht so. Reicht es nun, dass ich nur den Namen des Fotografen nenne und die Bilder zeige? Wird es gefilmt? Was machen wir schlussendlich damit? Und das sind wichtige und wichtige Fragen, die man ehrlich beantworten sollte. Und die ganze Thematik um die Urheberrechtsfrage, das wird in Zukunft noch massiv verschärft werden. Was gilt als schützenswert? Und wie geht man damit um? Kann man das alles kontrollieren? Das ist, schlussendlich geht es immer um die Haltung einerseits des Fotografen und andererseits des Betrachters oder des Benutzers. Und das möchte ich euch heute noch weiter darlegen. Nun, zu meiner Person in Kürze. Ich habe eine Fotografenlehre absolviert, danach aber rasch die Seiten gewechselt, weil die Technik war nicht ganz das, worin ich gut war. Und das ist etwas schwierig in der Fotografie, weil es gibt eine technische Komponente. Das heißt, die Seite gewechselt, ich wurde Bildredaktorin, das ist auf der anderen Seite. Ich muss Fotografie nicht selber machen, sondern ich möchte mich damit auseinandersetzen. Ich bin die bessere Rahmenmacherin, als dass ich die Bilder selbst mache. Da gibt es andere, die besser sind. Da sitzt zum Beispiel eine Person in der ersten Reihe, die das besser kann wie ich. Die Auseinandersetzung, die Vertiefung mit dem Bild, was ist Fotografie, das hat mich fasziniert und dazu gibt es die Journalistenschule in Luzern, das MATS, mit den Lehrgängen Pressefotografie und früher gab es noch die Bildredaktion, aber das wurde mangels Interesse abgeschafft, was nicht gut ist wiederum für die ganze Fotografie-Szene und auch für die Bildredaktionen. Bei Zeitungen, wenn man sich eigentlich nicht mehr mit dem Bildinhalt und den Rechtsfragen auseinandersetzt. Ich war 12 Jahre lang hier bei der Basler Zeitung als Bildredaktorin und Bildchefin angestellt, aber ich möchte jetzt eigentlich nicht auf die Basler Zeitung eingehen, weil da hat jeder seine eigene Meinung dazu. Ich hatte einen wunderbaren Chef, der mich in Ruhe gelassen hat, ich konnte machen, was ich wollte, habe ihm dafür nie in die Politik reingesprochen. Mehr sage ich nicht dazu. Ich habe viel gelernt. Aber nach 22 Jahren habe ich mich entschlossen, die Medien zu verlassen, weil die Budgets gehen nur runter. Und ich habe so viele Budgets nach unten korrigieren müssen, irgendwann reicht's. Und heute baue ich die Fotografenagentur Magnum Fotos auf, hier in der Schweiz. Ich bin die neue Repräsentantin. Jetzt ist die Frage, wer kennt Magnum Fotos? Oh, schön, sehr schön. Wenn ihr es nicht kennt, den Namen, dann kennt ihr garantiert Bilder von dieser Agentur, weil die Agentur hat Weltgeschichte geschrieben. Die ist 70 Jahre alt, über 70 Jahre. Und es ging immer darum, Bilder zu machen, die die Welt bedeutet und die Welt deutet. Und dazu jetzt ein erstes Bildbeispiel. Ich glaube, das Bild ist allen bekannt. Che Guevara von René Bury, 1963 fotografiert. Das ist ein Bild, das sich eigentlich im kollektiven Gedächtnis bei den meisten eingenistet hat. Ich möchte noch ein zweites zeigen, nur dass ich nicht blöffe, dass wir wirklich Weltgeschichte geschrieben haben. Es ist so.
Ich glaube, The Tankman 1989 von Stuart Franklin ist wahrscheinlich vielen auch bekannt. Gut, wichtig ist zu sagen, bezüglich Magnum Photos wurde 1947 gegründet und den Fotografen, den Gründungsmitgliedern ging es darum, dass die Fotografen mehr Sicherheit und Unabhängigkeit bekommen. Und die Copyright-Frage war damals schon ein Thema, weil sehr oft ist es passiert, dass die Fotografen unterwegs waren, die Bilder von irgendwo auf der Welt auf die Redaktionen geschickt haben, nicht vor Ort waren, da wurde das gedruckt und die Namensnennung des Fotografen ging vergessen und dann hat der Autor, der den Text geschrieben hat, hat auch noch gerade die Bilder gemacht. Und das ist oft passiert und sie haben sich ziemlich geärgert darüber und fanden es notwendig, dass das geschützt werden muss. Ich weiß nicht, wo wir heute stehen würden, wenn diese gescheiten, geschickten Herren das nicht so durchgesetzt hätten. Wo wäre die Copyright-Frage heute? Wir wissen es nicht. Aber, dass sie sich dafür eingesetzt haben, ist natürlich absolut lobenswert und wichtig. Weil es gibt immer einen Urheber bezüglich dem geistigen Eigentum und das ist schützenswert. Wichtig ist auch noch zu sagen, dass die Bilder bei Magnum Fotos nicht geschnitten werden dürfen, weil es gibt einen Grund, warum ein Bild so ist und nicht anders. Das hat der Fotograf so gewollt. Und wichtig ist auch noch, dass die Bildlegende, ein Bild hat immer eine Bildlegende, dass das Bild verortet. Wo ist es aufgenommen worden, warum, wieso und die journalistischen Ws. Und wenn man diese Bildlegende verfremdet, gibt es eine Kontextverschiebung und dann wird eigentlich aus dem Bild, das Bild ist nicht mehr das, was es eigentlich vom Fotografen sein soll. Und das ist sehr gefährlich, wenn man eigentlich mit dem Bildmaterial macht, was man will. Gut, jetzt möchte ich eigentlich ins Thema überführen, das Thema mit dem Titel «Wenn Bilder lügen». Und meine Frage an euch, traut ihr euren Augen noch, wenn es um Pressefotografie geht? Da schüttelt jemand den Kopf. ich gehe hier aufs nächste Beispiel. Das ist ein eher harmloses Beispiel einer Fotoserie, die Roshan Adiyeti gemacht hat. Das sind Nacktwanderer. Ich zeige jetzt zum Vergleich schnell das zweite Bild. Findet den Fehler. Ich gehe nochmals zurück. Aber das geht nicht. Sieht jemand, was mit dem Bild passiert ist? Ich erkläre es gleich. Er hat eine Reportage gemacht zum Thema Nacktwanderer und hat das beim Wettbewerb Swiss Photo Award eingereicht in der Kategorie Reportage. Und zu diesem Wettbewerb möchte ich noch sagen, diese Woche kam die Meldung, dass dieser Wettbewerb leider nach 20 Jahren eingestellt wurde. Ich weiß nicht, wer den Wettbewerb kennt, aber das kann man nachlesen, was sehr schade ist, weil er mangels Sponsoreneinnahmen und rückläufiger Teilnehmer Zahl in den letzten beiden Jahren defizitär geworden ist. Und das ist eigentlich traurig für die Fotografie in der Schweiz. Aber das nur als kleine Klammer. Die Kategorie Reportage ist immer noch die Königsdisziplin in der Fotografie. Und wenn ein Fotograf bei der Reportage einreicht, sollte er sich mit den Bedingungen schon etwas auseinandersetzen, was das genau bedeutet. Reportage, Pressefotografie, da gibt es Regeln. Und die wichtigste Regel ist, dass man nicht manipuliert. Inszenieren und manipulieren ist nicht dasselbe. Roshan hat sehr klar in seinem Begleittext hatte geschrieben, dass er die Personen teilweise inszeniert hat. Das stelle ich nicht in Frage. Ich saß selbst in dieser Jury und musste ihm nachher den Preis aberkennen, was nicht ganz angenehm war. Ist übrigens nachzulesen beim Tagesanzeiger, wenn es interessiert, diese Preisabsprechung. Aber am Tag der Preisverleihung hat er bei einem Presserundgang hat er gesagt, er hätte da und dort etwas manipuliert. Also
eine Pixelveränderung vorgenommen. Wie kann ich zeigen? Aufs Bild zeigen. Aha, das so, weiß ich nicht. Ah, okay, dann komme ich mit dem Finger. Schaut genau hier hin. Ich zeige es nochmals, das andere Bild. Oh, pardon. Er ist weg. Er ist hier. Er ist nicht mehr da. Er hat das offen zugegeben, was ja schön ist, weil darum geht es. Was man immer macht und es ausweist, oder man macht etwas und weist es nicht aus, das ist eine Haltungsfrage. Und für ihn war das keine Diskussion, weil er sich nicht als Pressefotograf sieht, sondern für ihn ist das eine künstlerische Arbeit. Und das hat ein Stürmchen im Wasserglas ausgelöst, das kann man schon sagen, diese Manipulation, so tragisch ist es nicht, aber es wirft eine andere Frage auf. Es ist nicht tragisch in der Kunstfotografie, weil da ist eigentlich alles erlaubt. Aber wenn das in der Disziplin Reportage eingereicht wird, wirft das eigentlich ein Schlaglicht auf die Pressefotografie als solches. Ist eben alles erlaubt und möglich. Und wenn ein Pressefotograf einer Bildagentur zum Beispiel beginnt zu manipulieren und Veränderungen vornimmt, kriegt er die Kündigung. Das ist ein absolutes No-Go. Was heißt das nun? Eine ehrliche Haltung des Fotografen oder eben nicht? Er hat es wohl zugegeben, das ist das eine. Aber trotzdem ist für mich die Frage, was macht man? Ist man sich dessen bewusst, was man macht? Und in meinen Augen schmälert es eine Arbeit eines Fotografen nicht, wenn er retuschiert. Es gibt Photoshop Cracks, die das hervorragend machen. Das ist für mich, wie gesagt, nicht die Frage. Aber wenn man das bei der falschen Kategorie einreicht, wird es zum Problem. Hätte er es bei Fine Arts, ich komme gleich, bei Fine Arts, in der Kunstkategorie eingereicht, wäre es kein Problem gewesen. Bitte? Meine Frage hier ist, warum es so tragisch ist, die Aussage des Bildes ja nicht verändert. Das ist ein guter Punkt und das versuche ich herzuleiten. Wie gesagt, er sieht sich als Kunstfotograf, es geht aber um Pressefotografie, weil er da eingereicht hat. Ist es tragisch oder nicht? Wird eine Aussage verändert oder nicht? Er hat es aufgehübscht. Und da kommt für mich die Frage, die sich jeder Fotograf stellen muss, ins Spiel. Warte ich so lange, bis ich den richtigen Moment habe? Oder gehe ich dann zu Hause, schaue ich mir die Bilder an, ach, der stört mich, dann biege ich mir das alles zurecht im Photoshop. Das ist eine grundsätzliche Frage und eine Haltung. Ist es tragisch oder nicht? Die Frage ist, können wir dem, was wir sehen, noch trauen? Weil das ist jetzt harmlos, aber es gibt andere Bildbeispiele. Ich komme noch auf ein ganz schönes Beispiel. Wie gesagt, die Inszenierung ist nicht der störende Faktor bei dieser Arbeit, weil bei jedem Porträt werden Personen angewiesen, sich da und dort hinzustellen. Aber eben die Frage der Manipulation ist eine andere. Ich denke, wenn ein Fotograf eine Arbeit umsetzt, sollte er zuerst schauen, dann nachdenken und dann das Bild machen. Wenn ich nachher Stunden bei der Retusche verbringe, das muss jeder selber beantworten, will ich das? Aber das Bild, er hätte nur einen Moment warten müssen, dann wäre der Mensch im Hintergrund auch verschwunden. Und das ist teilweise das Argument, die Zeit hat gefehlt, aber das kaufe ich ihm hier nicht ab. Gut. Eben wenn ich am Schluss alles im Photoshop dann zurechtbiege, es ist ja schön, dass wir diese Möglichkeiten haben. Aber die Verführung durch den Photoshop, die Möglichkeiten, die technischen Mittel, ich glaube, man muss einfach sehr bewusst damit umgehen, wie man das einsetzt. Diese Geschichte, wie gesagt, mag amüsant sein, aber das wachsende Misstrauen gegenüber dem Journalismus wirft ein Schlaglicht auf diesen Grundkonflikt auf einen Grundkonflikt in der Pressefotografie. Wo
hört Dokumentation auf und wo beginnt die Lüge? Oder wo beginnt die Kunst? Mit der Digitalisierung der Fotografie wurden Retuschetechniken, das Auslöschen einer Person etwa viel einfacher und perfekter. Die Presse und Wettbewerbe wie der World Press Photo Award zum nächsten, verlangen, dass Bilder nicht grundsätzlich verändert werden. Kontrast und Helligkeit dürfen wohl angepasst werden. Das sind moderate Eingriffe, das ist nicht die Problematik. Wenn wir dieses Beispiel anschauen, das ist das Gewinnerbild aus dem Jahr 2012. Ich weiß nicht, wem es auffällt, schaut das Licht an in diesem Bild. Ein Trauerzug in Gaza. Zwei Kinder werden zu Grabe getragen und auf diesem Bild kommt das Licht von vorne und von der Seite, da stimmt etwas nicht. Und das ganze Bild wirkt eigentlich dramatisiert und hier kommt die wichtige Frage, warum macht das der Fotograf? Es wurde am Schluss, kam das raus und ihm wurde der Preis auch aberkannt. Weil die Frage ist, woher kommen Bilder und welchen Zweck sollen sie erfüllen? Welche Absicht steht dahinter? Wenn man etwas in einem Bild verändert, ist die Frage, warum? Was ist das Ziel? Was ist der Zweck? Und es ist ja nicht so, dass erst seit heute manipuliert wird. Das ist, seit es Fotografie gibt, wird damit gespielt und die Manipulation von Aufnahmen, wie gesagt, ist so alt wie die Fotografie. Aber die bildhaften Fake News schaden aber der Glaubwürdigkeit noch einmal vom ganzen Journalismus. Und die Frage ist, wohin führt das? Und das ist die Grundfrage in dem Ganzen drin. Ich möchte ein Zitat vorlesen. Vom Fred Ritchin, das ist der Direktor des ICP in New York, das ist das International Center of Photography. Mit dem Beginn der digitalen Ära in den 80er Jahren nahm die Glaubwürdigkeitsdebatte an Fahrt auf. Denn wenn ein Fotograf seine Bilder maßgeblich verändert, wie soll der Leser davon erfahren? Doch das Problem ist nicht die Bearbeitung, sondern das Verschweigen dessen, was mit einem Foto gemacht wurde. Jetzt zeige ich euch ein sehr bekanntes Beispiel. Ich denke, einige kennen das noch. 17. November 1997 überfielen islamistische Terroristen eine überwiegend schweizerische Touristengruppe im ägyptischen Luxor und richteten ein Blutbad an. Nicht blutig genug für eine Schweizer Boulevardzeitung, ich nenne sie jetzt nicht. Was machen Sie, weil es nicht blutig genug war? Sie machen das da draus. Und wie gesagt, die List solcher Fälschungen ist lang und sie beginnt bereits in den Kindertagen der Fotografie. Glasplatten, Negative wurden mehrfach belichtet oder nachträglich bearbeitet, Fotos montiert, Szenen nachgestellt und so weiter. Besonders eifrig ließen Diktatoren Bilder fälschen. Neben Stalin, der in Ungnade gefallene Mitstreiter aus Fotos herauskratzen ließ, hat auch Hitler Folgendes gemacht mit, Moment, ich muss hier anfangen, die Reihenfolge war falsch. Was macht Hitler mit Goebbels? Er retuschiert ihn weg. Und Goebbels war ein Meister in der Inszenierung getürkter Wirklichkeiten. Und das ist ja das Lustige dran, auch er verschwindet. Oder eben nicht. Nun, Inszenierung, gutes Licht, Schönheitsretuschen waren in Porträts vor allem bei Politikern immer üblich. Angela Merkels Haut wird bearbeitet, auch wenn sie gepudert ist. Silvio Berlusconi und Donald Trump sind sowieso wandelnde Retuschen. Diktatoren manipulierten Bilder dreist, um ihre Interessen durchzusetzen. Was nicht sein soll, ist somit nicht. Der blinde Glaube ans Bild wird schamlos ausgenutzt, das Publikum in die Irre geführt. Es geht immer um Macht. In Kriegen steht die Berichterstattung nicht nur im Dienst der Information, sondern der politische Kontext wird angepasst und missbraucht für die eigenen Zwecke.
Heldentum oder Mobilisierung der Kampfbereitschaft auf der einen Seite, Dämonisierung oder Demoralisierung auf der anderen Seite. Die Inszenierung von Sieg und Niederlage sind Ziele, für die zu Schere, Pinsel und allerhand digitalen Pinsel eingegriffen wird. Die besten Geschichten schreibt das Leben selbst, könnte man meinen, doch die Wirklichkeit allein scheint nicht mehr zu genügen. Damit sie wahrgenommen wird, muss sie gut erzählt und gut fotografiert sein. Wenn sie zu wenig hergibt, ist die Versuchung groß, zu dramatisieren. Denn Berichterstattung ist ein Geschäft mit Schnelligkeit und Sensation. Warum aber gibt es den unwiderstehlichen Drang nach Aufhübschung, Dramatisierung, Ergänzung, Erfindung und Fälschung? Wenn nicht aus Eitelkeit, Narzissmus, Machthunger, Sensationslust und Geldgier. Ist es die Angst vor der tatsächlichen Realität? Die Bildfälschung oder Bildinterpretation gehört dazu, seit es Bilder gibt, solange man das eben klar deklariert, ehrlich deklariert. Obwohl die Möglichkeiten der Bildmanipulation also lange vor dem Photoshop bestanden und auch eingesetzt wurden, gelang es der Fotografie, besonders der Pressefotografie, im 20. Jahrhundert zum Medium der Wahrheit schlechthin zu werden. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, heißt es, und wir sind uns gewohnt, das zu glauben, was wir sehen. Die Wahrheit liegt aber heute nur noch einen Mausklick von der Fälschung entfernt. Fotos waren, wie erwähnt, von Anfang an Objekt der Manipulation. Und Manipulation war schon immer möglich, ohne in die Bilder einzugreifen, durch irreführende Bildlegenden zum Beispiel. Wie schon gesagt, Magnum Fotos verlangt genau das, die Bildlegende 1 zu 1 zu übernehmen. Und das passiert nicht nur Magnum Fotos, sondern das passiert auch heute, dass Verfälschungen, Kontextverzerrungen, durch ist es Unwissen, ist es Ignoranz, ich weiß es nicht, was teilweise die Bildredaktoren machen, ist es Druck, interessiert sie es nicht, Unwissen möchte ich jetzt, das ist vielleicht eine harte Anklage, aber ich lasse es im Raum so stehen, leider passiert es zu oft. Neben der technischen Machbarkeit der Manipulation verschärft ein weiterer Faktor das Problem der Glaubwürdigkeit von Bildern. Immer mehr Fotos stammen nicht von Fotojournalisten, sondern von Amateuren und Leserreportern. Diese Bilder werden auf sozialen Medien verbreitet oder direkt an Redaktionen geschickt. Gerade bei Fotos aus Konfliktgebieten ist stets damit zu rechnen, dass sie eine ganz bestimmte Sicht der Dinge transportieren sollen. Somit ist ein Bild heute näher an einer Meinung als an einem Faktum. Auch weil heute jeder fotografieren kann und jeder machen kann, was er will, so oft posten kann, wie er will, haben wir heute eine andere Vorstellung davon, was Fotojournalismus bedeutet. Die Frage nach einem universellen Ehrenkodex steht im Raum. Ein solcher existiert nicht und auch keine Ethikkommission oder ein Aufsichtsgremium gegenüber der Fotografie, gegenüber dem Text, gibt es den Presserat. In der heutigen rasanten Zeit wird sich dies aber kaum durchsetzen können, weil das Interesse fehlt. Danke für die Melodie. Danke an euch.